Das EDS heißt energiedispersives, also energiedispersives Spektrometer. Und im Englischen EDX für Energy Dispersive und dann X-Rays. Also ist so ein bisschen, ein klein bisschen unterschiedliche Bedeutung im letzten Wort. Im Englischen findet man auch EDS, dann auch eben Spectrometer. Was dabei passiert, ist Folgendes. Es gibt hier das Atom mit den Elektronen in der Schale. Und dann kommt von hier oben der Elektronenstrahl und erzeugt im Atom durch Herausschlagen eines Elektrons und Nachfallen Röntgenstrahlung. Also X-Rays ist kürzer im Englischen. Und diese Röntgenstrahlung, die natürlich in alle Richtungen ausgestrahlt wird, wird von einem Detektor, von einem energiedispersiven Detektor, und das ist dieser Detektor hier, registriert. Das da ist ein Halbleiterdetektor. Halbleiterdetektor. Und meistens sind es heute so Silizium-Drift-Detektoren, werden die oft genannt. Früher mussten diese Detektoren gekühlt, beziehungsweise diese Detektoren müssen immer gekühlt werden. Früher gab es hier ein Gefäß mit flüssigem Stickstoff, das den Detektor dann gekühlt hat hier. Das gibt es bei vielen Geräten immer noch. Den muss man regelmäßig nachfüllen. Bei den neueren Geräten hat man hier ein Peltier-Element, welches das elektrisch kühlt, was natürlich sehr viel praktischer ist, da man dann nicht ständig Stickstoff nachfüllen muss. Denn diesen Stickstoff, den muss man vielleicht einmal am Tag nachfüllen oder alle 2-3 Tage, je nachdem. Dieser Halbleiterdetektor registriert jetzt die Energie des Röntgenquants. Ein Röntgenquant kann ja eine Energie haben, also dieses Röntgen eine Energie oder eine Wellenlänge, die ja miteinander gekoppelt sind. Über Energie ist gleich Plancks Wirkungsquantum mal Lichtgeschwindigkeit durch Lambda. Und hier für energiedispersiv nehmen wir natürlich die Energie. Der Vorteil an dem EDX-Detektor ist, er ist sehr schnell. Also man bekommt sehr schnell eine Information. Er ist sehr simpel zu bedienen. Und man bekommt das gesamte Spektrum. Allerdings ist die Auflösung nicht besonders gut. Wieso es dann aussieht, man hat auf der X-Achse die Energie in Kiloelektronenvolt, denn die Röntgenstrahlung, die hier rauskommt aus dem Atom, die ist ja meistens im Kiloelektronenvolt-Bereich. Und auf der Y-Achse die Intensität. Und das ist in der Regel in Counts per Second angegeben. Und dann haben wir die Energie aufsteigend, also 1, 2, 3, 4, 5, es ist fast ein bisschen wenig, sagen wir mal 2, 4, 6, 8, sollte natürlich etwas besser skaliert sein, 10 und so weiter. Die Grenzenergie, also die maximale Energie, die hier dargestellt werden kann, also die Grenzenergie, die wir noch sehen, ist natürlich gleich der Anregungsspannung. Denn wenn wir eine Anregungsspannung von beispielsweise 15 kV haben, können maximal Elektronen mit 15 Kiloelektronenvolt rauskommen. Eisen zum Beispiel liegt jetzt bei sowas wie 7,2. Also Eisen würde jetzt irgendwo hier liegen, bei 7,2 ungefähr Kiloelektronenvolt. Wie gesagt, die Auflösung ist nicht besonders gut. Das heißt, es gibt hier dann einen Peak, der sieht so aus, und das wäre dann die Eisen-K-Alpha-Linie. Muss natürlich dazu gesagt werden, denn K-Alpha liegt bei 7,2 Kiloelektronenvolt. Eisen hat auch noch L-Linien, die liegen dann irgendwo hier vorne. Die haben dann geringere Energien. So wie Magnesium, Aluminium und so weiter, die liegen alle hier vorne, diese Peaks, und sehen so aus. Man sieht hier zusätzlich auch noch den Bremsberg. Also der Bremsberg liegt hier so drunter, und ich mache den mal kurz in einer anderen Farbe, der liegt dann hier noch so drunter. Das heißt, diese Peaks, die liegen auf diesem Bremsberg drauf. Natürlich würden diese Peaks auch von unten anfangen, plus 7 im unteren Teil nicht. Man sieht dann von dem Peak nur das, was hier über den Bremsberg rausguckt. Ja,
Also das hier ist Bremsberg durch die Bremsstrahlung. Eigentlich würde dieser Bremsberg natürlich wie folgt aussehen, irgendwie so, oder diese Bremsstrahlung, und der Berg ergibt sich durch die Absorption. Zum Beispiel beim BSE-Detektor gibt es hier vorne noch ein ein Berylliumfenster, durch das die Strahlung durchgeht, und dieses Fenster absorbiert auch einiges von der Strahlung, und dadurch entsteht auch diese Absorption hier vorne und dadurch ein Bremsberg und nicht einfach so eine Bremsrutsche hier. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie solche Spektren dann tatsächlich aussehen. Das ist jetzt ein Bildschirmfoto von unserer Maschine unten. Und was man jetzt hier sieht, ist zunächst mal ein BSE-Bild. Und das hier ist ein BSE-Bild, Backscatter Electron Image. Und auf dem wurden verschiedene Punkte gemessen. Also hier sind überall so Punkte aufgetragen. Dieser gelbe ist der aktuell hier unten im Spektrum dargestellt ist. Also wir können verschiedene Punkte aufnehmen. Die sind dann alle hier in diesem File abgespeichert und dann kann man die der Reihe nach anschauen. Hier unten im Spektrum werden dann die Elemente dargestellt oder beziehungsweise die Elemente, die man hier sieht, sind auch die Elemente, die hier drüben im Periodensystem unterlegt sind. Und das wird automatisch gelabelt, also das ist alles sehr praktisch. Und man sieht also hier auf der X-Achse die Energie aufgetragen, hier jetzt bis 10 Kiloelektronenvolt, und dann hier die Counts auf der Y-Achse und die verschiedenen Elemente, die dann hier detektiert werden. Dazu noch ein anderes Beispiel von einem Element, und da kannst du jetzt auch einfach mal nachdenken, was das für ein Mineral sein könnte. Also vielleicht kurz anhalten, mal nachdenken, was ist das für ein Mineral. Und was man hier sieht, ist einmal Magnesium und einmal Silizium und Sauerstoff. Und Magnesium, der Peak ist jetzt ungefähr doppelt so hoch wie Silizium. Also die Peakhöhen, die sind nicht absolut proportional zueinander, aber ungefähr. Also Magnesium ist ungefähr doppelt so hoch. Also könnte man hinschreiben, Magnesium zweimal von Silizium. Und dann ist auch noch Sauerstoff vorhanden. Und Magnesium 2, Silizium 1, da kann man schon sehen, was es ist. Es wird wohl ein Olivin sein, also Sauerstoff 4. Da sieht man auch schon diese Peakhöhen. Wie gesagt, gerade beim Sauerstoff lesen sie nicht immer proportional zueinander. Bei den anderen Elementen passt es dann meistens immer besser. Also hat man hier schon ein Olivin detektiert. Dann hier ein zweites Beispiel. Da ist jetzt Magnesium, Silizium ungefähr gleich hoch, aber es ist noch Eisen dabei. Also hat man sowas wie Mg und dann noch Eisen und dann Silizium und dann nochmal Sauerstoff. Und dann wäre das vielleicht auch wieder Magnesium, Eisen, also in der Summe 2. Und dann wäre es auch ein Olivin. Bloß in dem Fall wäre er etwas eisenreicher. Und gesagt, das hier wäre jetzt vom Eisen die K-Alpha-Strahlung. Hier hinten sieht man nochmal Eisen, das wäre dann hier die L-Strahlung. Also hier, das sind wirklich diese Kiloelektronenvolt, das sind genau diese Elektronenübergangsenergien. Wenn ein Elektron in einem Atom von einer höheren auf eine niedere Schale fällt, Röntgenstrahlung geht raus, das hat eine bestimmte Energie, wird detektiert, und genau diese Energie ist jetzt hier aufgetragen. Was man dann auch noch sehr schön machen kann mit EDX, geht auch mit WDS, aber hier zwar mit EDX, das geht auch hier sehr schnell. Wie gesagt, einer der großen Vorteile von EDX sind solche Element Maps. Also das hier sind Element Maps. Man nennt ja auch im Deutschen Maps, denn Elementkarten hört sich irgendwie nicht so besonders dolle an. Hier links oben ist zunächst mal ein BSE-Bild, damit man auch ein anderes Bild von dem Objekt hat. Das ist hier so eine Kontrast, eine Meteoriten. Das wurde im Hauspraktikum mal gemacht. Und dann sieht man diese Chondre in verschiedenen Elementen. Also zunächst mal hier in Sauerstoff, dann in Magnesium, in Silizium. Das dahinter ist die Linie, das ist die K-Linie. Also hier Schwefel-K-Linie, Calcium-K-Linie, Vanadium-K-Linie, Chrom und so weiter. Und dann kann man auf diesen Bildern sehr schön die Verteilung der verschiedenen Elemente erkennen. Also hier
sieht man beispielsweise hier rechts daneben ist die Skala. Nehmen wir mal Magnesium. Hier rechts daneben ist die Skala. Also bei diesen pinken Werten hier, vielleicht blau geht vielleicht besser, bei den pinken Werten hat man einen weißen Wert mit viel Magnesium, also das hier. Das hier drin und das hier und hier, da gibt es immer viel Magnesium, das heißt, dort wird wahrscheinlich ein Olivin sein. Und dort, wo mehr diese blauen Farben sind, dort ist Magnesium arm. Also hier außen vielleicht, das könnte dann vielleicht was sein wie ein Feldspat oder sowas in der Richtung oder vielleicht irgendwelche Serpentin oder sonst irgendwas oder. Ja, da ist auch einiges Magnesium drin, also irgendwelche mehr siliziumreichen Phasen, also Feldspat relativ häufig, auch in diesen Kondor beispielsweise. Und auch hier kann man erkennen, hier ist jetzt im Calcium, hier sieht man, dass Calcium hier in den Bereichen angereichert ist und das ist die Mesostasis zwischen den Olivinen und Pyroxenen, die oftmals sehr Calcium- und Aluminiumreich ist. Also aus solchen Elementkarten kann man sehr gut Verteilungsbilder erstellen, die funktionieren sehr schnell. Also einen ersten Überblick bekommt man hier wirklich in Minuten. Wenn man eine sehr schöne Elementmap machen will, dann müsste man schon ein paar Stunden messen. Und hier unten ist dann das Spektrum noch dazu. Das ist dann jetzt das, also das hier ist jetzt das mittlere Zusammensetzung. Also im Grunde die Gesamtzusammensetzung, nicht der Kondor, sondern von dieser gesamten Map hier. Davon ist es die Gesamtzusammensetzung. Und da erkennt man dann erneut, also ist einiges Magnesium drin, einiges Silizium drin, aber auch hier ist dann noch Aluminium, ist auch einiges Schwefel drin, das ist Sulfid, der da drin ist, Eisen natürlich mit dem Sulfid zusammen, das Calcium, was dann zwischen Olivinen ist und so weiter. Diese gesamten Spektren, die wir jetzt hier sehen, sind allerdings qualitativ. Das ist sehr wichtig. Das sind qualitative Spektren. Das heißt, es gibt jetzt keine Quantifizierung, wie viel Gewichtsprozent von zum Beispiel hier Magnesium drin sind. Es wird zwar etwas ausgegeben, also man kann es so ungefähr quantifizieren, aber das ist keine wirklich genaue Quantifizierung. Was man machen kann, ist, man kann einen Standard mit in die Sonde geben oder oftmals macht man das bei Rasterelektronenmikroskopen. Also hat man irgendein kleines Standardblöckchen, das ist oftmals zum Beispiel Kupfer oder Kobalt oder irgendwas. Und dann wird mit dem Elektronenstrahl also dieser Standard hier gemessen. Und der Standard ist dann meistens ein Reinstandard, also sowas wie Kupfer 100 Gewichtsprozent, also reines Kupfer. Und dann bekommt man irgendwo einen Kupferpeak. Hier drüben bekommt man irgendwo einen Kupferpeak und dann kennt man diese Höhe dieses Kupferpeaks und dann kann man anhand der relativen Höhen, die man kennt, zu den anderen Spektren, die diese anderen Spektren quantifizieren. Und sowas nennt man dann auch eine semi-quantitative Messung. Also das ist in der Form möglich, dass man es nicht voll quantitativ macht. Gibt es auch gewisse Möglichkeiten, das noch zu machen. Aber dieses Semi-Quantitative ist am schnellsten und kann man auch eigentlich sehr gut dafür verwenden. Wie gesagt, nur die Auflösung ist nicht besonders gut. Das heißt, diese Peaks hier, wenn man sich die anschaut, dann sind die relativ breit. Also diese Peaks hier, also es kann sehr leicht zu Linienüberlagerungen kommen. Also wie man hier vorne sieht, da ist Eisen und Sauerstoff zum Beispiel schon relativ beieinander. Das also ist die Funktionsweise von EDX und was man damit alles machen kann.